Wie geht das Land in diesen Herbst? Darüber können wir jetzt sprechen. Am Telefon ist Professor Christian Drosten, der Direktor des Instituts für Virologie an der Berliner Charité. Schönen guten Morgen. Morgen, Frau Schulz. Was ist das jetzt mit der Pandemie? Naja, also was bezeichnen wir als Pandemie? Da müssen wir uns dann erstmal drüber unterhalten. Also wir werden natürlich infektionsmedizinisch, epidemiologisch Nachwirkungen der Pandemie noch jahrelang haben. Es geht, glaube ich, jetzt vor allem um den Herbst, wie man jetzt als nächstes damit umgeht oder was man erwartet. Und was erwarten Sie? Naja, also ich glaube, die Referenz für viele öffentliche Diskussionen, die in den letzten Wochen geführt wurden, ist ja die Annahme des Robert-Koch-Instituts, die im Juli veröffentlicht wurde. Das ist also eine Modellierung. Das Robert-Koch-Institut drückt sich da sehr klar aus und auch sehr differenziert. Die sagen, das ist natürlich jetzt keine Voraussage über die Zukunft, sondern das sind Szenarien. Und was da eigentlich ja übertragen wurde in der Öffentlichkeit ist, wir müssen bei den unter 60-jährigen Erwachsenen eine 85-prozentige Impfquote haben, bei den über 60-jährigen eine über 90-prozentige Impfquote, dann kommen wir schon gut durch den Herbst. Das war, glaube ich, die öffentliche Auffassung. So wurde es auch in den Medien, auch in der Politik sehr stark wiedergegeben. Mir ist es wichtig, dass man dieses Papier vielleicht noch mal richtig liest und richtig versteht. Denn das RKI drückt auch andere Dinge aus mit großer Klarheit in diesem Papier und hat auch das Papier noch mal auf den neuesten Stand gebracht, Ende Juli, als dann die über 12-jährigen Kinder auch impfbar wurden. Und es gibt dort eben schon viele Nebenannahmen. Eine Nebenannahme in der aktuellsten Version ist, wir werden gegen Anfang Oktober eine 10-prozentige Kontaktreduktion und gegen Anfang November eine 30-prozentige nochmalige Kontaktreduktion brauchen, angesichts der erwartbaren Lage in den Krankenhäusern. Mhm. Da schwingt also schon deutlich mit, dass durchaus davon ausgegangen wird, dass man eben nicht ohne weitere Maßnahmen, die in Deutschland ja relativ schnell in der Öffentlichkeit leichtfertig als Lockdown bezeichnet werden, was sie nie gewesen sind in diesem Sinne, wenn man das in anderen Ländern anschaut. Ja, also das, was Sie als andere Dinge nennen in diesem RKI-Papier, das sind dann doch wieder Anti-Corona-Beschränkungen, mit denen Sie durchaus rechnen dann jetzt für den Herbst. Damit rechne ich fest. Damit rechnet auch das RKI fest. Das können Sie nachlesen in diesem Papier. Und dann muss man natürlich schauen, das RKI hat dieses Modell aufgesetzt unter einem Kenntnisstand von Ende Juni. Und wir wissen inzwischen deutlich mehr. Und wenn man sich jetzt die Parametrierung dieses Modells anschaut, dann muss man sagen, wahrscheinlich ist die Übertragungsrate für das Delta-Virus zu niedrig angenommen. Was dort noch nicht berücksichtigt ist, sind neueste Daten aus England, die sagen, dass die Hospitalisierungsrate, also damit die Krankheitsschwere auch der Delta-Variante bis zu verdoppelt ist, wobei man ja das nochmal genauer anschauen muss, ob das wirklich so viel mehr ist. Also da wird von einer Verdopplung gesprochen. Dann wissen wir inzwischen viel deutlicher als damals im Juni, dass Geimpfte nach ein paar Monaten, 4, 5, 6 Monate, deutlich den Übertragungsschutz verlieren. Das heißt, die haben nicht nur RNA-Viruslast, sondern nach neuesten Daten durchaus auch isolierbares Virus in ihren Atemwegen. Und es ist eben so, die Infektiosität im Hals, die wird durch die Impfung nach ein paar Monaten nach der Impfung, nach einer Latenzzeit, nicht mehr unterbunden, sondern nur verkürzt. Ja, das heißt, also, da ist doch ein Effekt und diese Verkürzung ist aber vielleicht für die Ja, Entschuldigung. Entschuldigung, Herr Drosten, um das richtig zu verstehen, also Sie meinen Kontaktbeschränkungen, Maßnahmen auch für Geimpfte? Nein, das meine ich. Ich möchte erstmal nur die Situation beschreiben. Mhm. Also diese Verkürzung der Viruslast im Rachen ist vielleicht für die Übertragung nicht sehr wichtig, denn diese Krankheit wird sowieso in der frühesten Phase der Infektion vor allem übertragen. Und dann ist es eben so, das RKI muss in diesem Modell auch Impfquoten annehmen, die erreicht werden in Deutschland. Und die Annahmen in diesem Papier sind einfach zu optimistisch. Wir kommen als Bevölkerung mit der Impfgeschwindigkeit nicht hinterher. Das heißt, ich habe Ihnen jetzt 4 Punkte genannt,
die man an diesem RKI-Modell eigentlich nachpflegen müsste. Und dann müsste man sich hinsetzen und das nochmal anschauen und gucken, wie dann die Planung für den Herbst ist. Mehr kann ich Ihnen dazu jetzt nicht sagen. Also ich kann Ihnen jetzt hier keine politischen Empfehlungen geben oder politische Leitlinien jetzt kommentieren oder kritisieren. Ich beschreibe nur die Situation. Ja, danach habe ich Sie ja auch nicht gefragt. Also die Fragestellung, ob Kontaktbeschränkungen dann auch für Geimpfte gelten, das ist jetzt sozusagen nach Ihrem Verständnis schon die politische Einlassung, die Sie vermeiden wollen. Es wird ja auch eine virologische Sicht darauf geben, ob es Sinn ergibt, Maßnahmen zu treffen, die Geimpfte dann einschränken. Ja, also wir werden nach Auffassung dieser Modellierung natürlich gesamtgesellschaftlich die Zahl der Kontakte wieder einschränken müssen. Das ist ganz klar, die Infektionslast, die steigt im Herbst. Ich will aber nicht so stark jetzt eigentlich sagen, wir brauchen Kontaktbeschränkungen für Geimpfte. Ich will eigentlich etwas ganz anderes sagen. Und zwar, wir müssen unbedingt an der Impfquote arbeiten, gesamtgesellschaftlich. Wir müssen uns einfach klar machen, dass das, was wir jetzt haben, also so 61% vollständig Geimpfte und bei Delta zählen eben nur noch die vollständig Geimpften, gesamtgesellschaftlich dann in der gefährdeten Altersgruppe über 60, da sind wir gerade mal bei knapp 83%. Das reicht überhaupt nicht aus. Und dann in der großen Gruppe der unter 60-jährigen Erwachsenen sind wir nur bei 65%. Und die Zahl der Erstimpfungen ist nur 2% höher. Und das ist ja das, was wir erwarten können, was wir in nächster Zeit noch an vollständigen Impfungen kriegen. Mit dieser Impfquote können wir nicht in den Herbst gehen. Das reicht absolut nicht aus. Und darum kreist ja im Moment auch durchaus die politische Debatte. Wir sehen an dem jetzt deutlich langsameren Impftempo, dass es auch Skepsis gibt, ob Impfen eben wirklich das Allheilmittel ist. In dieser Woche hat der Bonner Virologe Hendrik Strick seine Erfahrungen bei Markus Lanz so geschildert. Und ich merke das jeden Tag an meinen E-Mails, dass ich 3-4 Dutzend E-Mails von Bürgern kriege, die Angst haben vor der Impfung, die eine Skepsis haben. Und ich glaube, es bringt nicht herzlich wenig, jetzt immer mehr Druck aufzubauen, sondern man muss statt mehr dafür werben, man muss mehr aufklären, man muss mehr verständlich machen, was der Impfschutz eigentlich ist, was er kann, was er nicht kann. Wenn wir jetzt mit einem Narrativ arbeiten und sagen, wir halten dadurch die Pandemie runter, dann ist das kein ehrliches Narrativ. Christian Drosten, ich würde da jetzt ungern den Streit der Virologen noch mal fortschreiben. Hendrik Streeck wirbt ja auch für so viele Impfungen wie möglich. Aber was ist Ihre Antwort auf die Mails, die er da zitiert? Also die Frage ist natürlich, ob man manche Kreise in der Bevölkerung mit Aufklärung gut erreichen kann. Ja, und natürlich ist es so, wenn wir eine Impfquote erreichen würden, die im Bereich von 90% und höher liegt in der Gesamtbevölkerung, dann würden wir natürlich über die Impfung die Pandemie so weit unterdrücken, dass wir einen Zustand hätten, den man sich gesamtgesellschaftlich wünscht. Also man kann sich da schon in diesem Sinne rausimpfen. Die Frage ist nur, kann man die Quote so weit steigern? Ansonsten bin ich Virologe und nicht Psychologe. Mhm. Ich bin auch kein Kommunikationsexperte. Ich kann dazu nur sagen, es ist aus virologischer Sicht bei der Wirksamkeit dieser Impfstoffe vollkommen möglich, dass man sich gesamtgesellschaftlich auf dieses Niveau begibt, rein technisch. Wir haben auch Beispiele von Gesellschaften, wo das eine andere Perspektive hat für den Herbst. Schauen wir uns England an. Dort hat man Impfquoten, die vielleicht so im Bereich je nach Altersgruppe von 5 oder knapp 10% höher sind als in Deutschland. Aber es gibt noch was anderes, und zwar man hat dort ja viele Fälle gehabt. Die wurden wirklich auch erkauft, eben zu dem Preis vieler Verstorbener. Aber darüber haben wir jetzt doch in den Erwachsenen eine Seroprävalenz, also entweder genesen oder geimpft, von knapp 95%. Und das ist natürlich eine gute Aussicht. In England hat man durchaus die Chance jetzt auf einen Herbst, der ganz anders aussehen wird als der letzte. Und davon sind wir in Deutschland wirklich weit entfernt. Denn die Lücke, die sich auftut zwischen der Impfquote England-Deutschland, die ist noch mal größer, wenn man sich klar macht, dass wir ja nicht so viele natürliche Infektionen hatten. Zum Glück, muss man sagen, ne? Denn die kommen ja eben zu einem Preis. Und wir haben eine besonders alte Gesellschaft.
Das ist also sicherlich alles richtig gewesen, wie man das in Deutschland gemacht hat. Aber wir müssen jetzt uns klar machen, wir stehen nicht so da wie England. Und wir sind in einer Situation, in der man am besten an der Impfquote jetzt arbeiten sollte. Denn es gibt kaum andere Werkzeuge. Also wenn man beispielsweise jetzt über Testung nachdenkt. Die Testung, die war von Anfang an ein Behelfsmittel. Das war das Einzige, was wir seitens der Wissenschaft hier der Bevölkerung anbieten konnten, abgesehen vielleicht von dem anderen wichtigen Instrument der Aufklärung. Aber es war ganz klar, wir machen das, solange wir auf den Impfstoff warten. Jetzt nimmt die Bevölkerung die Impfung nicht an. Das ist ein großes Problem. Denn die bei weitem beste Antwort auf dieses gesamtgesellschaftliche Problem, diese Herausforderung, ist die Impfung. Mhm. Und da jetzt weiter mit diesen Nebenwerkzeugen zu arbeiten, wird nicht zum Ziel führen. Ja, jetzt würde ich mit Ihnen gerne noch über die Gruppe sprechen, die sich im Moment ja nicht impfen lassen kann, nämlich die unter 12-jährigen Kinder. Mhm. Da kreisen jetzt ja auch viele Sorgen rum. Wenn der Schulbetrieb jetzt so läuft, wie er im Moment läuft, ist es dann die klare Prognose, diese Generation, die wird jetzt quasi durchinfiziert? Ja, also dieser Begriff, da wird ja auch von Durchseuchung gesprochen und so weiter. Es ist ganz klar, das kann man nicht machen. Also schon alleine aus einer Vorsichtsüberlegung heraus. Man kann sich auch die wissenschaftlichen Daten zu der direkten Infektionsfolge, aber auch zu anderen Dingen, zu inflammatorischem Syndrom und so weiter anschauen. Man kommt schon zu dem Ergebnis, das ist nicht so, dass es irgendeinen wissenschaftlichen Beweis dafür gäbe, dass das nicht in nennenswerter Zahl auftritt. Und diese Sicherheit bräuchten wir ja, um die Kinder im Prinzip, wenn man das so salopp sagen möchte, freizugeben für eine Durchinfektion. Das kann man also auf keinen Fall machen. Und wie müssen die Kinder dann geschützt werden? Genau, also ich denke, man braucht gleichzeitig natürlich einen Schulbetrieb. Das ist ganz klar. Also man kann das jetzt nicht nochmal wieder den Kindern zumuten und diesen Schaden auch gesellschaftlich auf sich nehmen. Man muss in irgendeiner Art und Weise jetzt einen Schulbetrieb hinkriegen, der nicht dazu führt, dass es zu einem exponentiellen Anstieg der Infektionstätigkeit in dieser nicht geschützten Altersgruppe führt. Und das ist natürlich eine Kombination von Maßnahmen, die man da erwägen muss und tatsächlich jetzt auch möglichst bald umsetzen muss. Quarantäne. Ja, also Quarantäne klingt immer so wie etwas ganz schrecklich Durchgreifendes. Da muss man möglicherweise mit Kompromisslinien arbeiten. Es ist wirklich eine komplexe Kombination. Also da muss man jetzt zunächst mal vielleicht anfangen, sich klarzumachen, besonders gefährdete Kinder. Es gibt ja Kinder, bei denen weiß man, da ist eine Krankheit im Spiel und die sollten sich auf keinen Fall infizieren. Es ist aber auch so, dass Kinderärzte die zugelassenen Erwachsenenimpfstoffe im Off-Label-Use-Verfahren verwenden können für diese Kinder. Man kann inzwischen, weiß man, wie man die Dosis reduzieren würde, sogar bei Kindern verschiedener Altersgruppen. Da kann man sich orientieren an der Dosisfindung in den jetzt fast abgeschlossenen Phase-3-Studien. Und wir werden ja dann Anfang des Jahres auch Impfstoffe für jüngere Kinder wahrscheinlich haben, die zugelassen sind. Bis dahin muss man also sich helfen mit einer Off-Label-Anwendung für die gefährdetsten Kinder. Und da, denke ich, sind die Fachgesellschaften bei den Kinderärzten jetzt auch aufgerufen, Empfehlungen zu machen für den Umgang mit dieser Situation. Dann haben wir im Schulbetrieb im Prinzip zwei Möglichkeiten, dass man alles testet, immer wieder, und dadurch versucht, den Anstieg der Inzidenz zu kontrollieren. Ich glaube zum Beispiel, dass das, was man jetzt in Nordrhein-Westfalen sieht, eigentlich eher mitgebrachte Infektionen aus der Urlaubszeit sind. Viele von diesen Kindern werden nur noch Rest-RNA haben und man wird erst in den nächsten Wochen sehen, wie sich das einspielt. Ich glaube eigentlich nicht, dass in Nordrhein-Westfalen gerade das schon am Hochkochen ist, sondern dort wird ganz besonders sorgfältig im Moment über dieses Lolli-PCR-Projekt in dieser Altersgruppe PCR getestet. Das ist ein sehr empfindlicher Test. Und das kann funktionieren. Herr Drosten, uns läuft jetzt die Zeit weg. Vielen Dank für Ihre Einschätzungen heute Morgen. Christian Drosten von der Berliner Charité hier bei uns im Deutschlandfunk. Vielen Dank.